Wir erleben derzeit, was es bedeutet, von der Realität umzingelt zu sein. Das gilt einerseits für die USA, die mit einer Schuldenorgie fortfahren, als gäbe es kein Morgen. Und da gibt es ein Gegenmittel und dieses Gegenmittel, das heißt Gold, ein Fluchtmittel, ein sicherer Hafen. Gold nicht zufällig mit der Veröffentlichung der neuesten Schuldendaten aus den USA über die Marke von 2700 Dollar gestiegen. Erstmals auch in Euro über 2500 Euro gestiegen. Also absolutes Misstrauensvotum. So geht es nicht weiter, ist die Botschaft. Und auf der anderen Seite ist vor allem Deutschland von der Realität umzingelt. Wir sehen erstens, dass die deutschen Medien ein sehr schlichtes Bild von den USA zeichnen, dass da lautet Trump böse, Harris gut, weil Frau und weil farbig, das ist ja schon mal per se relativ gut. Und da nicht differenziert und nicht versteht, warum die Chancen für Donald Trump immer besser werden, dass er wirklich wieder Präsident wird, ob man es mag oder halt nicht mag. Ich persönlich bin da neutral, bin mit Sicherheit kein Trump-Fan, aber eben auch kein Harris-Fan und dementsprechend versuche ich da ein objektives Bild zu zeichnen, ganz anders als die deutschen Medien, die meinen, dass Harris ja viel besser sei, dass sie diese Wahl gewinnen wird und deswegen glauben fast drei Viertel aller Deutschen, dass Harris die Wahl gewinnen wird und dann wird man wahrscheinlich im November irgendwann aufwachen und sagen, ja, wie konnte das denn wieder so passieren? Weil eben schlichtweg in den deutschen Medien ein Wunschdenken vermittelt wird. Man will unbedingt, dass Harris gewinnt. Also wird sozusagen die Nachrichtenlage so selektiert, dass erstens nur Positives über Harris berichtet wird und gleichzeitig nur Negatives über Trump. Und dann eben auch gesagt wird, naja, dieser Trump, der ist doch ein bisschen crazy, der kann doch die Wahl nicht gewinnen. Ich will in diesem Video zeigen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er die Wahl gewinnt, dass vieles dafür spricht, dass die Märkte dafür sprechen, dass alle Wettplattformen in den USA inzwischen da ziemlich eindeutig sind und man sieht es an den Märkten, ob Bankaktien, die profitieren würden durch weniger Regulierung absehbar unter Trump, ob Bitcoin, das ja von Trump jetzt unterstützt wird, ob Small Caps, die von Donald profitieren würden, ob Cedella, alles das ist deutlich gestiegen, während ein Democratic Victory Basket deutlich nach unten geht und wir wollen uns jetzt die Gesamtlage mal anschauen, vor allem auch mit Blick dann, einem Seitenblick auf Deutschland, wo es eine Aktie gibt, die alles über Deutschland verrät, was Sie wissen müssen. Und das widerspricht diametral dem Wunschdenken von Robert Habeck, der meint, das Schlimmste liege jetzt hinter uns. Starten wir zunächst mal mit Gold. Wir hatten gesehen, heute Nacht hat die Janet Yellen sich erbarmt und gesagt, gut, ich bin zwar schon eine Woche drüber, aber jetzt veröffentliche mal die neuesten Schuldenzahlen aus dem September. Und siehe da, es sind 498 Milliarden Dollar gewesen. Damit hat man jetzt in gute drei Wochen mal eben eine halbe Billion an neuen Schulden gemacht, noch so kurz vor der Wahl. Wir sehen diesen Spike nach oben, werden schöne Wahlgeschenke nochmal verteilt. Student Loans werden erlassen auf Kosten der Allgemeinheit. Würde vielleicht jede Regierung machen, kann durchaus sein. Würde wahrscheinlich auch Trump machen. Auch das ist durchaus wahrscheinlich. So oder so, Gold ist, als diese Zahl veröffentlicht wurde, über die Marke von 2700 Dollar gestiegen und das im asiatischen Handel, wo normalerweise Gold sich nicht so wahnsinnig bewegt, kann man sagen. Und dann eben auch Gold über die 2500er Marke. Die Bank of America hat es auf den Punkt gebracht. Staatsanleihen aus den USA sind kein sicherer Hafen mehr angesichts dieser Verschuldung in den USA. Gold ist dann der letzte verbliebene Hafen und das haben die einen oder anderen bemerkt. Und Christian Röhl zitiert hier Herbert Wüstefeld von ABN AMRO, der gesagt hat mal, ich wünsche Ihnen, dass Gold niemals Ihr bestes Investment ist, denn dann haben wir alle ganz andere Probleme. Möglicherweise haben wir bereits ganz andere Probleme, aber viele sind noch nicht bereit, sich das vielleicht auch mal einzugestehen. Hier rechts in diesem Chart sehen wir, dass diese Korrelation, diese negative Korrelation zwischen Gold und dem Dollarindex eigentlich aufgehoben ist, interessanterweise. Und wir sehen auch hier mal einen langfristigen Vergleich zwischen dem Dow Jones, also dem Index, und Gold. Und wir sehen, da gab es jahrelang einen Aufwärtstrend für den Dow in Relation zu Gold, aber der ist jetzt erstmal gebrochen und solche gebrochenen Wedges, die tendieren dann dazu, eine heftige Gegenreaktion zu machen. Das gilt eben auch für den Nasdaq Composite in Relation zu Gold, auch hier jahrelanger Aufwärtstrend, nämlich seit 2011, hat also 13 Jahre gedauert, jetzt ist dieser Aufwärtstrend gebrochen.
Und ich hatte mehrfach schon darauf hingewiesen, dass es vielleicht nicht so schlecht ist, jetzt eher auf Gold als auf den Nasdaq zu setzen. Die Geschichte wird zeigen oder die Zukunft wird zeigen, ob sich das bewahrheitet. Aber interessant, auch Silber, das heute deutlich noch stärker gestiegen ist als Gold. Da könnte jetzt eben auch einiges nach oben gehen. Auch das ein Stück weit ein Misstrauensbeweis. Man sucht Hard Assets, also Dinge, die man anfassen kann, die konkret sind und verlässt sich eben nicht auf Dollars oder andere Fiat-Währungen, die sozusagen aus dünner Luft entstehen. Genau das ist der Punkt. Jetzt werden die Bitcoinisten sagen, siehst du, und Bitcoin, aber Bitcoin ist auch ein bisschen dünne Luft. Das ist ein Zahlencode, wenn man so will. Manche suchen auf Müllhalden nach alten Festplatten, wo sie 8000 Bitcoin noch drauf hatten. Da wären sie jetzt durch mit der Nummer. Aber Bitcoin profitiert eben derzeit von der gestiegenen Aussicht, dass Seth Donald die Wahl gewinnt. Der Hedgefondsmanager Loeb, Daniel Loeb in den USA, eine sehr bekannte Größe, sagt, ich richte mein Portfolio jetzt komplett auf den Sieg von Donald Trump aus und er sagt, selbst wenn Trump nicht gewinnt, dürften die Republikaner die Macht im Senat übernehmen. Im Abgeordnetenhaus haben sie schon die Macht, dann eben auch im Senat, und selbst wenn Harris dann die Wahl gewinnt, dann würde sie gegen den Senat, gegen das Abgeordnetenhaus regieren müssen. Schwer, das wäre wirklich eine sehr starke Einschränkung der Macht, vielleicht nicht unbedingt komplett eine lame duck, eine lahme Ente, aber doch, da wäre es nicht möglich, irgendwie durchzuregieren. Und hier sehen wir das nochmal, Daniel Loeb ist nicht der Einzige, ich hatte diese Grafik heute Morgen schon gezeigt. Republican Party Victory Index auf Allzeithoch, während hier der Democratic Party Victory Index nach unten geht. Also die Märkte sind sich da weitgehend einig. Warum ist das so? Warum hat Trump jetzt wieder so ein bisschen die Stimmung gedreht, nachdem Harris ja hochgejubelt wurde, Euphorie herrschte, seht ihr? Der weibliche Messias ist da, der dann eben Biden beerben wird. Je mehr die gute Kamala Harris Interviews macht, umso desillusionierter scheinen viele Anhänger auch zu werden, vor allem neutrale Beobachter zu werden. Und mein Argument, warum Trump sehr gute Chancen hat, ist das, dass Trump den Amerikanern verspricht, ich bringe euch die Preise runter. Und das ist das Thema in den USA, die gestiegenen Preise. Auch wenn die Inflation jetzt nicht mehr so deutlich steigt, die Preise fallen ja nicht, sie steigen nur langsamer weiter. Und viele Millionen Amerikaner kommen da nicht mehr mit. Und die werden mit der Brieftasche wählen. Das ist mein Argument. Ob Trump mit diesem Versprechen recht hat, glaube ich nicht. Im Gegenteil, ich denke, dass wenn Trump diese Wahl gewinnt und seine Politik wie Zölle umsetzt, die Inflation sogar wieder deutlich steigen wird. Aber entscheidend ist das Narrativ. Und die gute Kamala Harris hat irgendwie kein Narrativ. Wenn man sie fragt, ja, was willst du denn anders machen als Joe Biden, sagt sie, ja, ich will neue Ideen einbringen. Ja, aber welche denn konkret, Frau Harris? Dann erzählt sie von Maßnahmen, dass Leuten Geld geschenkt wird, wenn sie Kinder bekommen, Häuser kaufen oder halt schwarz sind. Das wird nicht reichen. Das ist sozusagen, naja, wie soll man sagen, das ist auch ein Stück weit Wunschdenken, aber wie auch immer. Das hier ist die Umfrage der New York Fed, und zwar die neueste. Mit der Frage, geht es euch deutlich schlechter oder deutlich besser als vor einem Jahr? Und wir sehen, blau geht nach oben, ist deutlich über Ocker hier, und das bedeutet, dass es viel mehr Amerikanern schlechter geht, deutlich schlechter geht als vor einem Jahr, und nur sehr wenigen, tendenzfallend, besser geht. Und diese Amerikaner werden diesem Versprechen wahrscheinlich von Seth Donald folgen und sagen, ja, der hat doch versprochen, die Preise nach unten zu bringen. Und wir sehen diese Stimmungsdiskrepanz. Wir haben auf der einen Seite an den Aktienmärkten, wie hier dieser Vergleich zeigt, ein Allzeithoch beim S&P 500, also Allzeithoch bei den Aktienmärkten, und das mal kontrastierend mit der Verbraucherstimmung der Amerikaner. Normalerweise ist das ziemlich gut relatiert, das heißt, je höher die Märkte, umso besser die Stimmung. Und ja, es gibt viele Amerikaner, sehr viele Amerikaner, die durchaus viel Geld in Aktien haben, median ja $250.000, das heißt, die Hälfte hat mehr, die Hälfte hat weniger, aber viele Millionen Amerikaner haben das eben auch nicht, und so
sehen wir, dass das die Diskrepanz ist, dass eben diejenigen, die nicht von der Assetpreisinflation, die auch von den Notenbanken mit initiiert wurde, profitieren, dass die natürlich jetzt abgehängt sind ein Stück weit. Und die Fed selber hat in einer Untersuchung genau dieses Phänomen gezeigt. Sie sagt nämlich, dass die unteren Einkommensschichten besonders überproportional betroffen sind von den gestiegenen Preisen für Lebensmittel, für Mieten, für andere Dinge, die absolute Notwendigkeiten des täglichen Lebens sind. Deswegen bestimmte discretionary decisions, also praktische Dinge, die man nicht kaufen muss, aber kann, eben wie Elektronikartikel, Entertainment, Restaurant Meals, dass man darauf verzichtet und eben deswegen auch nicht besonders begeistert ist über die Lage, weil man verzichten muss, meistens dann sogar noch einen Zweitjob hat und trotzdem kaum über die Runden kommt. Und das erklärt, warum es diese Differenz gibt. Es gibt sozusagen die Vermögenden, die profitieren von dieser Assetpreisinflation, und es gibt die anderen, die haben nur die Nachteile, nämlich die Inflation. Und hier sehen wir mal zunächst mal Wettplattformen. Ich habe ja vorhin schon diesen Democratic oder Republican Basket gezeigt, also die Aktien, die offenkundig von einem Sieg von Trump oder Harris profitieren. Und hier sehen wir mal, wer wird das Abgeordnetenhaus, Senat und Presidency gewinnen. 41% sagen, es gibt einen Republican Sweep, also alles drei, Präsidentschaft, Senat und Abgeordnetenhaus, die Republikaner. Ein Democratic Sweep nur 14%, also hier deutlich gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass das für die Republikaner gut ausgeht. Ebenso wie hier Polymarket. Hier sagt man eben auch Republican Sweep, sogar 43%, dass die Demokraten das schaffen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich aus Sicht dieser Wettplattform. Also wir sehen, das ist doch ein relativ eindeutiges Bild, das sich hier zeichnet. Jetzt kommen wir mal, und das hängt auch damit zusammen, das hängt mit Urteilskraft zusammen, das hängt mit Umzingelung von Realität zusammen, zu dem, was jetzt gestern Sir Robert gesagt hat, nämlich, jetzt sind wir quasi durch, Habeck erklärt die Wirtschaftskrise für überwunden. Sein Argument ist, naja, sieht er, die Inflation ist runtergekommen, weswegen die Zinsen sinken, und wenn die Zinsen sinken, dann wird alles wieder gut. Gut, kann man sagen, er hat wörtlich gesagt, wir transformieren eine voll funktionsfähige Wirtschaft mit dem grünen Wirtschaftsumbau. Die bisherigen Wirtschaftsprobleme habe man zudem in den Griff bekommen durch eine enorme Kraftanstrengung. Okay, das nehmen wir jetzt erstmal so hin, gell, ganz entspannt, und kontrastieren das mit Aussagen etwa aus der Metall- und der Elektroindustrie. Hier heißt es, fast 30% der Firmen in Metall und Elektro planen gerade Kurzarbeit. Die Wirtschaftskrise wird zur Jobkrise, und das ist genau der Punkt. Wir haben schon länger irgendwie schlechte Wirtschaftsdaten, aber wir haben keine schnell angestiegene Arbeitslosenquote. Das ist das, was dann die Krise in den Köpfen der Leute auch wirklich verankert, wo sie merken, shit, das läuft irgendwie nicht gut. Genau das kommt aber jetzt wahrscheinlich. Also wir werden jetzt erst den Beginn eben von Jobverlusten in größerem Maßstab sehen. Das fängt bei VW an oder in der Autoindustrie, geht dann über die Zulieferer weiter, geht über Metall, Elektro, wie sie alle heißen. Hier sagt man auch, wir sehen keinerlei Besserung in den nächsten Monaten. Und das, meine Damen und Herren, wird bestätigt durch eine Aktie, die gewissermaßen die Deutschland-Aktie schlechthin ist, Amadeus Fire. Warum? Weil das ein Personaldienstleister ist, der 100% des Umsatzes in Deutschland macht, also komplett sozusagen mit dem Arbeitsmarkt in Deutschland verbunden ist. Und hier heißt es, oder hier sieht man, die Aktie hat sich verfünfzigfacht seit dem Jahr 2004 bis 2021, seitdem aber 60% verloren. Und heute gab es eine Gewinnwarnung, und man sagt darin, es gibt eine zunehmend negative Stimmungslage der deutschen Wirtschaft und keinerlei Marktaufhellungen im weiteren Jahresverlauf. Das ist also ein direkter Widerspruch zu dem, was Sir Robert Habeck gesagt hat, und ich würde eher einem Unternehmen vertrauen, das sozusagen am Boden der Realität arbeitet, als einem Wirtschaftsminister, der eine bestimmte Vorstellung von der Welt hat und manchmal dabei von der Realität ein bisschen umzingelt wird, wie er selber formuliert hat. Also aus meiner Sicht ist das eine ziemlich klare Sache, und wir sehen, dass sozusagen die Narrative, die ein Robert Habeck setzt und die dann in den öffentlichen rechtlichen Rundfunkmedien ja weitgehend ungefiltert wiedergegeben werden, dann faktisch zu Realitätsverlusten führt, denn hier die neueste Umfrage im Politbarometer, da gehen 72% der Deutschen davon aus, dass Harris gewinnt, nur 23%, dass Trump gewinnt, also fast drei Viertel der Befragten sagen, Harris wird gewinnen, eben weil eben ständig dieses Bild vermittelt wird, Harris ist gut.
das Gute wird letztendlich sich durchsetzen, Trump ja eh crazy und so weiter und so fort, dass die Dinge vielleicht ein bisschen komplexer sind. Auf diese Idee kommt man nicht so richtig. Und das habe ich nochmal formuliert in einem Artikel. Märkte, Trump gewinnt die Wahl. Das ist zumindest die Aussage der Märkte derzeit, während eben die Deutschen weiter an Harris glauben. Die deutschen Medien verharren in ihrer Wirklichkeitsblase, kann man sagen, in ihrer eingebildeten Realitätsblase. Da ist Wunschdenken mehr wert als Objektivität. Man sieht darin, dass es absolut an Urteilskraft mangelt derzeit. Und das gilt für so viele Ebenen und das ist genau das Problem. Und wir wollen uns im zweiten Teil dieses Markeflüsters mal anschauen, wo es noch an Urteilskraft mangelt und was für hochinteressante Beobachtungen in Sachen KI, in Sachen US-Aktienmärkte, in Sachen Öl, in Sachen Israel, in Sachen Risikoprämien für bestimmte Dinge hier zu verzeichnen sind, kann ich nur empfehlen. Es wird nicht weniger spannend, hoffe ich, als im ersten Teil. Ich packe die Links von dem Artikel wie auch vom zweiten Teil unter das Video. Wir sehen uns gleich.